Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Es ist Leselistenzeit, denn wir heißen den Februar herzlich willkommen. Und somit möchte ich euch zeigen, welche Bücher ich mir für den Februar als kleinen Substapel rausgesucht habe. Da sind einige bei, oder fast alle, die ich gemeinsam lesen werde. Von daher bin ich da etwas überlastet. Ich weiß auch gar nicht, wann das passiert ist, dass ich mir so viel aufgeheimst habe. Ich lese super gerne gemeinsam, aber ab einem gewissen Punkt wird es einfach zu viel, weil man dann nur noch gemeinsam lesen kann und nur noch so ein Stop and Go bei den Büchern hat. Also man liest ein paar Seiten, dann muss man wieder stoppen, dann liest man wieder ein paar Seiten. Aber ich glaube, mit den Leuten, mit denen ich das lese, kann ich das ganz gut variieren, dass ich da trotzdem zügig vorankomme, weil ich bin halt nicht der Typ, der ein Buch über 4 Wochen liest. Das kann ich einfach nicht, weil dann habe ich das Gefühl, dass das Buch schlecht ist, weil ich so lange dafür brauche. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mich stört das einfach ungemein. Und von daher glaube ich aber, dass ich das gut hinkriege mit den Leuten und das gut absprechen kann. Ich würde sagen, ich starte durch. Ich greife jetzt hier einfach auf diesen Stapel, wie sie mir gerade so in die Hand fallen. Ich habe keine Sortierung da drin. Das erste Büchlein, was ich hier habe, ist Haus der 1000 Spiegel von Susanne Gerdam. Das ist meines Erachtens die Autorin von Queen of Clouds. Das ist irgendwie so eine Fantasy-Märchen-Adaption von Schneewittchen. Hier geht es irgendwie um ein junges Mädchen, welches eine Hexe ist und dann als Kindermädchen in eine mysteriöse Familie eingeschleust wird sozusagen. Da darf sie Magie studieren. Dann gibt es einen attraktiven Hausherrn und seinen schüchternen Bruder. Und die machen ihr beide wohl Avancen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist das so eine Geschichte zwischen Märchen und Fantasy. Das hört sich auf jeden Fall ziemlich cool an. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und sobald ich es gelesen habe, werde ich euch auf alle Fälle berichten. Ich kann das nicht so gut zusammenfassen, dieses Buch. Das ist ganz, ganz komisch. Irgendwie schwappt dieser Inhalt nicht so gut auf mich über. Ich habe bislang auch nicht ganz so gute Meinungen dazu gehört, was mir ein bisschen Angst macht, muss ich ehrlich sagen. Das nächste Buch. Darüber haben wir schon in unserer Gruppe geredet, und zwar Calendar Girl, berührt April, Mai, Juni. Das ist der nächste Teil der Calendar Girl Tetralogie. Das sind ja 4 Bände, immer ein Vierteljahr kriegt man da pro Band. Und ja, der erste hat mir ganz gut gefallen. Wir haben jetzt aber in der Leserunde sozusagen beschlossen, dass wir den zweiten auch noch lesen wollen. Der Hangout dazu zum ersten Band kommt am 5.2., das ist jetzt Sonntag. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr zahlreich einschaltet. Ich bin auch gespannt, wie mir dieser Teil gefallen wird. Wenn es mir gut gefällt, werde ich weiterlesen. Wenn nicht, dann werde ich es dabei belassen und nur die ersten beiden Bände gelesen haben. Und ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr neugierig. Und was ist das denn? Das ist ja voll hervorgehoben. Voll witzig. Zum Inhalt, hier geht es um Mia. Und Mia will die Wettschulden ihres Vaters sozusagen tilgen. Dazu wird sie Escort Girl und muss jeden Monat einen anderen Mann sozusagen mit ihrer Anwesenheit beglücken. Da gehören aber auch noch andere Facetten natürlich zu, und sie taucht so in das Leben dieser Männer ein und darf sich aber in keinen verlieben. Und ob ihr das gelingt oder nicht, muss man selber lesen. Es ist ziemlich krasse Erotik meines Erachtens. Das hat weniger mit New Adult zu tun, als vielmehr mit Erotik. Dann habe ich hier liegen. Das sind tatsächlich gerade alles so Bücher, dieses Leserundenbuch. Also Calendar Girl, finde ich, geht noch, weil wir in der Leserunde keine feste Zahl haben, wie viel wir an Tag lesen. Da kann man auch ruhig mal einen Tag aussetzen, weil wir uns eigentlich immer sehr viel Zeit lassen. Das nächste Buch ist tatsächlich auch eins, was ich alleine lese. Und das ist eigentlich kein Buch, was so in mein typisches Beuteschema fällt, meines Erachtens. Nämlich Anonym von Ursula Poznanski und Arno Strobel. Das ist ein Thriller, ein Erwachsenen-Thriller. Ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Ich habe wahnsinnigen Respekt davon, aber es hörte sich so toll an. Hier geht es nämlich um zwei Ermittler. Ein Ermittlerteam, wie man es nennen möchte. Und dann gibt es eine Internetseite, auf der man den Namen einer Person schreiben kann, und die stirbt dann in geraumer Zeit. Was natürlich nicht so geil ist, und die beiden wollen dem Ganzen auf die Spur gehen. Hört sich wahnsinnig cool an. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es mir gefallen wird. Ich habe dem Ganzen ja auch ein bisschen entgegengefiebert und hoffe auch einfach, dass Ursula Poznanski und Arno Strobel mich begeistern können und dass das hier nicht so ein blutiger Thriller ist. Aber ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, mehr so ein Thriller, der nervenkitzelmäßig ist. Hoffe ich zumindest.
außerdem hier liegen. Ich weiß nicht, das hat jetzt nicht so eine hohe Priorität. Wenn ich das nicht schaffe, bin ich jetzt nicht böse drum. Tatsächlich habe ich im Januar auch wirklich alle Bücher geschafft oder das letzte, eins fehlte mir noch, das habe ich aber als Hörbuch angefangen. Also von daher war ich da echt gut mit meinen 11 Büchern, die ich mir vorgenommen habe. Dieses Buch hat jetzt tatsächlich nicht so eine hohe Priorität. Ich will es zwar lesen, aber es ist auch nicht schlimm, wenn ich das erst im März schaffe. Nämlich Animox von Amy Carter. Die kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Das ist nämlich die Autorin von Das göttliche Mädchen. Hat mir damals sehr gut gefallen. Ich bin sehr gespannt auf diese Reihe hier. Das ist der erste Band. Und hier geht es wohl um einen Jungen, der ein großes Geheimnis hat. Der kann mit Tieren sprechen. Und ja, das ist so die Grundthematik. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Ich finde auf jeden Fall, dass das sehr, sehr hübsch ist und freue mich. Und der zweite Band erscheint jetzt auch bald. Aber ich sage ja, wenn ich das diesen Monat nicht schaffe, ist das nicht so schlimm. Weil der Februar ja 3 Tage weniger hat als andere Monate. Beziehungsweise 2 Tage, je nachdem, welchen Monat man als Vergleich zieht. Als nächstes habe ich hier auch ein Buch, was ich euch in den Neuerscheinungen schon mal gezeigt habe, nämlich Little Secrets, Lügen unter Freunden. Hier geht es um 5 Freunde, die einen großen Traum erfüllt bekommen. Sie dürfen nämlich ohne Eltern leben, was am Anfang natürlich auch echt wunderbar ist. Doch nach und nach kommen immer mehr Geheimnisse raus, die die Freundschaft gefährden. Ich bin gespannt, wie das Ganze ausgehen wird. Das hört sich so ein bisschen in die Richtung Pretty Little Liars mäßig an oder auch so Herr der Fliegen. Ja, ich bin gespannt und werde euch berichten, sobald ich es gelesen habe. Ich kann mir noch nicht so vorstellen, aber ich sehe hier gerade, das hat wahnsinnig viele Perspektivwechsel. Ja, blöd. Aber egal, ich werde es durchstehen und ich werde euch berichten, sobald ich es gelesen habe, wie gesagt. Außerdem rausgesucht habe ich mir ein Buch, auf das ich schon echt heiß bin, nämlich von Dan Wells. Blue Screen, ein Mirado-Roman. Das ist der erste Teil, glaube ich, einer neuen Reihe. Ich weiß es nicht ganz genau, ob es der erste Teil ist, aber auf jeden Fall ein Band. Dan Wells hat Aufbruch Partials geschrieben. Das hat mir damals gut gefallen, war ein bisschen zu medizinisch. Das war so das einzige Manko, was ich hatte. Ansonsten ein tolles Buch. Hier geht es um Los Angeles im Jahre 2050 und in der Stadt kannst du tun und lassen, was du möchtest, solange du vernetzt bist. Und irgendwie gibt es dann aber eine Droge und diese Droge ist halt wahnsinnig gefährlich und ja, hört sich auf jeden Fall ziemlich cool an. Ist mal wieder sowas Zukunfts-Science-Fiction-Dystopie-mäßiges. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und berichte euch, sobald ich es gelesen habe. Ich rushe hier so ein bisschen durch, weil mein Kameraakku nämlich rot blinkt und ich keinen Bock habe, dass das hier gleich ausgeht. Jetzt kommen wir tatsächlich erstmal zu ein paar Büchern, die ich gemeinsam lesen möchte mit unterschiedlichen Leuten. Einmal habe ich hier Trust Again von Mona Kasten. Das möchte ich mit der lieben Jenny von Regenbogengarten zusammen lesen. Wir haben ja auch Begin Again im Dezember zusammen gelesen und wollen jetzt natürlich wissen, wie es weitergeht in dieser Reihe. Tatsächlich spielt ja jeder Band mit einer anderen Protagonistin bzw. einem anderen Protagonisten. Aber mir hat die Protagonistin aus diesem Band in dem Vorband sehr gut gefallen. Sie war da zwar nur so ein Sidekick, aber ich bin sehr, sehr gespannt auf sie und ich fieber dem hin. Und ich hoffe, ich werde sie hier noch mehr lieben, als ich sie schon im Band 1 mochte. Möchte ich mit der lieben Diana zusammen ein Buch lesen, was gleichzeitig eine Trilogie beendet, nämlich Tulpen und Traumprinzen, verliebt in Serie von Sonja Keiplinger. Wie gesagt, das ist der finale Band dieser Trilogie. Hier geht es um ein junges Mädchen, welches eines Tages auf einmal in die liebste Fernsehserie ihrer Schwester gesogen wird und dann ein Teil davon ist. Das passiert ihr dann jeden Tag und sie kann das irgendwie gar nicht verhindern. Sie versucht natürlich herauszufinden, wie sie das Ganze stoppen kann. Das gefällt ihr nämlich gar nicht. Sie hasst diese Serie eigentlich abgrundtief. Und ja, das ist so die Grundthematik. Gefällt mir bis dato ganz gut. Ist sowas Nettes, geht so in die Richtung. Also auf jeden Fall hat es diesen Charme von Rubin Rot meines Erachtens. Also wenn ihr auf sowas steht, dann lest dieses hier unbedingt. Und Diana und ich wollen das halt zusammenlesen. Habe ich das gesagt? Ich weiß es gerade gar nicht. Etwas verwirrt. Dieses Buch hier möchte ich mit der Antonia von It's Medea, ich hoffe, sie wird so ausgesprochen, lesen, nämlich Der Rat der Neun von Veronica Ross. Die kennt bestimmt jeder, das ist nämlich die Autorin von Die Bestimmung. Das hier ist eine neue Dystopie, glaube ich, eine neue Fantasy-Reihe. Ein Zweiteiler steht sogar hinten drauf für alle, die wissen wollen, wie viele Bände es dazu geben wird. Ja, ich kann euch das gar nicht zusammenfassen. Ich verlinke euch alle Bücher in der Infobox, weil sonst bin ich gleich weg und dann habe ich nachher keine Lust mehr zu drehen. Von daher mache ich jetzt schnell weiter. Auf jeden Fall verlinke ich euch die Bücher in der Infobox. Ist eine Fantasy-Geschichte, ein junges Mädchen und einen Herrscher, einen tyrannischen, der ihr Vater ist oder die Schwester. Sie ist die Schwester.
Und dann muss sie sich irgendwie den Widerständen anschließen oder keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Ich habe es mir tatsächlich selber auch gar nicht so genau durchgelesen, weil ich mich da eher überraschen lassen möchte. So, dieses Buch habe ich schon angefangen, eventuell im besten Falle sogar schon beendet, wenn ihr das Video seht, nämlich Young Elites von Mary Lou. Das ist die Autorin von Legend. Es sind sehr viele Bücher in letzter Zeit von Autorinnen rausgekommen, die ich sehr gut fand. Also die Bände davor, also die Geschichten davor. Die Gemeinschaft der Dolche, das ist auch so eine Dystopie, aber hier geht es um ein junges Mädchen, welches an irgendeiner Krankheit erkrankt ist und danach schließt sie sich der Gemeinschaft der Dolche an. Ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat. Das weiß ich dann, wenn ich es gelesen habe und berichte ich euch dann natürlich auch. So, drei Bücher haben wir noch. Das nächste ist No Going Back von Stephanie Monahan, irgendwie so. Hier geht es um ein junges Mädchen, welches eines Tages ein Lied im Radio hört, was jetzt nichts Ungewöhnliches ist, aber dieses Lied handelt von ihr und ist gesungen von einem jungen Mann, mit dem sie damals mal zusammen war, den sie aber wahnsinnig verletzt hat. Und nun versucht sie das Ganze natürlich zu kitten und irgendwie keimen die Gefühle auch wieder auf. Und was genau alles passieren wird, das muss man selber herausfinden. Ich freue mich hier schon drauf. Ich weiß auch schon, wann ich es lesen werde. Ich habe nämlich im Februar eine Fortbildung in Berlin und da werde ich es mitnehmen, weil ich glaube, das ist ein gutes Buch, was man dann schnell so zwischendurch lesen kann und man sich immer mal wieder so reinfallen lassen kann. Außerdem hier liegen habe ich dieses Buch hier, Ein bisschen wie Unendlichkeit von Harriet Reuter Hapgood. Das ist ein Buch, was erst am 23.02. erscheint, deswegen kann ich euch da gar nicht so viel zu sagen, außer dass es so eine Contemporary-Geschichte ist. Es geht um ein junges Mädchen, was ihre Sommerferien schon irgendwie geplant hatte, doch plötzlich taucht ihr bester Freund Thomas auf und was ja an sich nichts Ungewöhnliches ist, aber Thomas ist vor über einem Jahr weggezogen und irgendwie keimt da wieder etwas auf und was genau zwischen den beiden passiert, müssen wir selbst rausfinden. Ich bin sehr, sehr gespannt auf diese Geschichte und hoffe, dass ich euch pünktlich zum 23. auch die Rezension hochladen kann. Und last but not least ist hier noch ein Buch, was ich mit der lieben Books are more than magical words. Nee, ich krieg deinen Kanalnamen tatsächlich nicht zusammen. Ich meine, du heißt Janina und das hier ist das Buch, was wir gemeinsam lesen wollen, nämlich Die Perlenfrauen. Das ist ja ein Buch, was eigentlich sonst nicht so in meinem Beuteschema fällt, aber dieses Mal habe ich mich mal dafür entschieden, sowas zu lesen. Das ist ein bisschen Familiengeschichte mäßig. Hier geht es um ein junges Mädchen, eine junge Frau, die von ihrer Großmutter die Geschichte über eine Perlenkette erzählt bekommt. Und diese Perlenkette ist aber vor langer Zeit irgendwie abhanden gekommen und sie macht sich jetzt auf die Suche nach dieser. Ob sie sie finden wird und auf was sie noch so stößt und welche Familiengeheimnisse sie dabei aufdeckt, das werden wir wissen, wenn wir es gelesen haben. Janina und ich sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und haben uns da zusammengetan. Und das Cover, ne? Das möchte ich jetzt einmal wertschätzen. Seht ihr das? Das leuchtet so per Mutfaden. Das ist richtig schön. Ich liebe es. Und ja, darauf freue ich mich auch. Das ist ein unscharfes Bild. Meine Leseliste für den Februar 2017. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, es sind 13 Bücher. Ich meine, ich habe aber eins vergessen, ne? Ja, ich habe eins vergessen. Und zwar hier. Im Herzen die Rache von, wie heißt sie denn, Elizabeth Miles, glaube ich. Das wollte ich mit Franzi und mit Jenny auch zusammenlesen. Ist mir irgendwie abhanden gekommen. Dieses Buch habe ich hier tatsächlich nicht mit hingelegt, aber ich habe es euch jetzt gesagt. Ich verlinke es euch. Da geht es irgendwie um eine Kleinstadt und das Mädchen kommt dahin und in dieser Kleinstadt gehen mysteriöse, ominöse Dinge vor sich. Was genau, kann ich euch gar nicht so sagen, weil ich es noch nicht wirklich zur Brust genommen habe und mich da intensiver mit beschäftigt habe. Aber das sind auf jeden Fall meine Bücher. Ich hoffe, ich schaffe viel. Ich werde jetzt gleich anfangen mit Young Elites und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon gelesen habt, wie es euch gefallen hat. Schaut bei meinen Links vorbei. Ich verlinke euch auch die Kanäle, wenn ich dran denke. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, meine Lieben.